Und so kam es dann, dass ich dann im Internet nach einer Weile Recherche tatsächlich einen Hund gefunden habe. Einen wunderschönen weißen, ich glaube, Kuba oder Kaba oder wie auch immer. Kaba ist sicher nicht ein Getränk, aber auf jeden Fall einen weißen, großen Hund. Und in den habe ich mich total verliebt. Und ich habe ihr auch gleich einen Namen gegeben, nämlich Flöckchen. Ich wollte ihn dann unbedingt haben und habe dann bei denen angerufen. Und die haben mir dann gesagt, nee, der Hund sei nicht da, aber sie hätten noch einen anderen Hund. Der hieße Tapsi und der sei so lieb und toll und Bravo und überhaupt und so mega toll und. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, mit meinem fehlenden Durchsetzungsvermögen gesagt, ja, dann nehmen wir den. Und so sind wir dann an unseren Hund gekommen, der heutzutage übrigens Tassilo heißt. Und ja. Und dann ist meine Mutter losgefahren und hat ihn abgeholt. Und dann ist er hergekommen und der war total verrückt von Anfang an nach mir. Und dann in der ersten Nacht, ich sitze auf dem Klo, ganz friedlich, und plötzlich habe ich einen Hund zwischen den Beinen. Und in dem Moment, ja, und dann habe ich Abendessen gekocht und hatte einen Hund zwischen den Beinen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und hatte diesen Hund überall. Und ja, und es war mir dann irgendwann zu viel. Und da habe ich zu meiner Mutter nach nur 2 Nächten gesagt, ich kann das nicht. Es macht keinen Sinn. Für mich ist das nichts. Tut mir leid und er ist ja lieb und süß und alles, aber ich kann das nicht. Es ist nicht für mich nicht machbar in meinem Kopf. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, ja, das wird schon wieder, das wird besser und überhaupt und sowieso. Und dann haben wir nochmal 10 Tage gewartet und da war meine Mutter an dem Punkt, wo sie gesagt hat, sie kann es nicht. Das wird nichts, das klappt so nicht, das geht nicht, es ist nicht machbar. Aber zu dem Zeitpunkt hat mein Vater sich schon total in diesen Hund vernarrt. Also der war so vernarrt in diesen Hund, ist er immer noch. Also wirklich, ja. Und dann zu einem Überfluss war es dann auch noch so, dass ich allergisch gegen den Hund geworden bin. Ich weiß nicht, ob das von der Psyche her kam, aber auf jeden Fall war ich dann ultra allergisch gegen diesen Hund. Wenn der mich abgeschleckt hat, habe ich Atemnot bekommen. Und es ist immer schlimmer geworden. Und so mussten dann mein Vater und der Hund erstmal ausziehen, weil wir dann keine Lösung gefunden hatten. Weil es ging ja nicht, dass der Hund, gegen dessen Speichel ich allergisch bin, in derselben Wohnung ist wie ich. Und dann irgendwann war es dann soweit, dass dann sind sie erstmal bei meinem Opa, meiner Oma gewesen. Da haben wir Umbauarbeiten im Garten und dort, wo meine Oma früher war. Und dann ist mein Vater mit dem Hund dann dorthin. Und meine Mom und ich, wir wohnen jetzt noch hier oben. In der Mitte sind Mieter. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass dann alles erstmal so weit in Ordnung war. Ich konnte dann zum Hund hin, wann ich mochte und wann auch nicht. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, so haben dann der Hund dann auch und ich irgendwann dann auch angefangen, ja, ich würde schon sagen, etwas freundschaftliches Verhältnis zueinander aufzubauen, auch von meiner Seite. Und ich finde inzwischen den Hund auch gar nicht mehr so übel, bin aber eben leider immer noch allergisch gegen ihn. Also die Allergie ist nicht weggegangen. Das ist irgendwie immer noch da. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass aber im Nachhinein betrachtet es eigentlich auch ein bisschen ein Glück war, weil meinem Vater sein Rheuma ist ja dann schlimmer geworden und dann konnte er Treppen nicht mehr so gut steigen und. Dadurch, dass der Hund eben in der untersten Etage ist, ist es eben einfacher in dem Punkt dann auch. Und ja. Ja. Ist eigentlich sozusagen auch ein bisschen ein Glücksfall. Ja. Jetzt weiß ich jetzt gerade so nicht mehr, was ich euch jetzt noch so auf die Schnelle gerade. Ja, das war dann auf jeden Fall so. Und dann hat mein Vater da unten auch sich einen Fernseher zugelegt und alles. Und ich habe mir dann einen Spiel-PC irgendwann auch mal gehabt. Und den habe ich dann auch nach da unten. Der ist dann nach unten aber auch wirklich verrottet. Den gibt es jetzt heutzutage nicht mehr. Der ist dann irgendwann, hat er auch nicht mehr gegangen, weil das war dann ein alter PC von meinem Vater, von seinem Geschäft. Und den habe ich dann einfach übernommen. Und der ist dann aber auch wirklich leider nach kurzer Zeit hat der PC tatsächlich das Zeitliche gesegnet. Ja, das war traurig. Ja, gut. Ich glaube, das war eigentlich soweit von der Geschichte.